War ich ein bisschen zu langsam. Einen wunderschönen guten Tag. Ich gucke hier gerade ganz gespannt ein Video auf Facebook nebenbei noch. In der Schweiz mit so einem riesen Berg. Matterhorn. Das sieht ja aus. Wie das da raussticht. Wow. Ja, also einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich habe gut geschlafen und lang geschlafen. Also bis 10:30 oder so. Ich glaube, Frau Lüttke hat schon den täglichen Vlog vermisst. Michi hat schon gefrühstückt und Mittag gegessen im Ein. Das sah lecker aus. Bin ich ein bisschen neidisch. Und grüß dich, Michi. Und hallo, Frau Niesmuschel und hallo, Frau Ling. Die Niesmuschel ist wieder shoppen bei Rewe. Okay, da habe ich noch eine Nachricht von dem Shy Guy. Aha. Dann starten wir mal das Spiel. Oh. Charles IV. Nein, nein, nein. Wir wollen die Geschichte nicht hören. Wir kennen die doch schon. War eben schon noch mal einkaufen, ne? Ich bin da mit dem Rad zum Rewe gefahren, habe noch zwei, drei Sachen gekauft und habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, weil auf dem Weg nach drin dachte ich mir so, oh, da sitzt einer. Den kennst du, der wohnt hier im Altersheim und der bettelt immer. Und dem wollte ich eigentlich was zu trinken mitbringen. Und als ich dann im Laden war, habe ich eine Mitbewohnerin hier aus dem Haus getroffen. Und da haben wir gequatscht und habe ich eingekauft, komme so raus und denke so, Scheiße, jetzt hast du vergessen, dem was zu trinken zu holen. Da habe ich mich etwas schlecht gefühlt. Aber er hatte, glaube ich, noch ein Bierchen, von daher, ging's. Thema trinken. Tee ist da, ja. So, dann mal das Spiel. Ich bin doch da immer so mitleidig. Ich weiß auch nicht warum. Heute ist es mal wieder Blueberry. Wobei ich müsste auch mal wieder Frau Muschelstee kochen und kosten. Den einen habe ich ja schon, Tante Trudes Apfelstrudel. Den hatte ich ja sogar mit auf Arbeit, hat der Michi sogar von gekostet. Und ich werde, glaube ich, nachher für Red Dead Redemption werde ich mal den anderen Tee von Frau Niesmuschel ausprobieren. Der Tartane sieht nur etwas verschlafen aus. Findest du? Weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Ich meine, ich bin schon Rad gefahren. Ich muss ja schon wach gewesen sein, glaube ich. Das ist übrigens das Faultier, was bei mir am Mikro hängt. Bei Benny sitzt ja der Krümelmonstermann so und guckt in die Kamera. Und bei mir sitzt es halt hier am Mikro und erinnert mich daran, wer ich bin. Hattest du die Augen offen beim Fahrradfahren? Die waren offen, ja. Ah ja. Stimmt, wir haben jetzt die Taschen voll mit knappen Schwertern und sowas. Ach du Scheiße. Da war ja was. Mal kurz auf die Karte gucken. Wie satt bin ich denn? Gar nicht. Los. Lecker. Ist schon hell draußen, oder? Einigermaßen doch richtig hell. Aber es regnet schon wieder. Oh. Okay, ich bin schon so sauber. Ach, regnet doch nicht? Ich kann mich nicht noch mehr waschen.
Mal gucken, ob der Hans Kappmann schon wach ist. Wie spät war es denn? 5.30 Uhr, 5.45 Uhr, ist ja wie im echten Leben. Aufs Rad und dann zur Arbeit. Wie ich heute um 6.30 Uhr schon wach war, völlig verrückt. 6.30 Uhr, muss er sich mal geben. Kurz was gucken, bevor ich die Stadttore betrete, ob ich irgendwas Geklautes dabei habe. Nee, ne? Sieht halt gut aus. Habe ich eigentlich Questgegenstände noch? Für mich war die Nacht um 6 Uhr vorbei. Konntest du nicht mehr weiter schlafen? Ich war, wie gesagt, 6.30 Uhr wach, war kurz auf dem Top und bin dann wieder schlafen gegangen. 5.30 Uhr, Frau Niesmuschel, es ist Wochenende. Verdammte Axt. Sie müssen schlafen. Wo ist denn der Hans? Der ist in die Richtung, ne? Der ist in der Burg. Ich 6.10 Uhr kurz und dann um 8 Uhr nochmal. Wow. Ey, Frau Lüttke, guten Morgen. Der schwarze Teufel hat Frau Muschel bestimmt geweckt. Wäre denkbar, ne? Dass der Rabatz gemacht hat. Ja, Red Dead Redemption war erst geplant, aber jetzt dachte ich mir, komm, wir spielen Kingdom Come zu Ende. Und danach Red Dead Redemption. Ich hab's gezwitscht, die Lüttke hat's gemerkt, die hat sich's bestimmt aufgeschrieben. Scheiße. Der entgeht aber auch nix. Hallo Dennis, grüß dich. Danke für deinen Host, Herr Scheigei. Und nee, stimmt schon, ich wollte eigentlich umgedreht. Wollte erst Red Dead und dann Kingdom, aber ich habe mich nochmal... Es kommt ja sehr selten vor in meinem Leben, dass ich da Dinge schnell, spontan umentscheide. Ach, da ist er ja. Herr Hans Kappmann. Hey, halt right there. Show me what you have on you. Oh, sag mal, was will denn jetzt die Wache von mir? Don't be with you, lad. What can I do for you? You understand? Will er mich hier filzen? Ich red gerade mit dem hohen Herrn. Klatschklei. Hallo, Shy Guy, grüß dich. Naja, von diesem Liebesabenteuer würde ich sagen, kriegen wir heute schon das Ende zu sehen. Vom ganzen Spiel wahrscheinlich nicht, aber von dem Versuch, diese Fleischerstochter rumzukriegen, das kriegen wir schon hin. So spät, wie du aufgestanden bist, war das ja eben erst. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waffe. Ihre Waffe bitte. Was? Wovon redet der Shy Guy? Stats. Ja, später, ich muss jetzt reden. Gleich. About that affair of yours. Henry, you don't pay attention to a word I say. I said come in the evening. Evening. Take care. So. Keep going. Ah, jetzt geht er. Oder war das der Wachmann? Ah, hier, guck, jetzt kommt er und will filzen. What? Such are my orders. Dann durchsuche mich doch. Durchsuch mich doch. Oh, come on then. This is stolen, damn it. And this too. You can leave that right here and be glad that's the end of it. Now you can enter. Was? Ich hatte Diebesgut dabei? Wo hatte ich denn Diebesgut? Ich hätte ihn vielleicht mal bequatschen sollen, dass er mich in Ruhe lassen soll. Jetzt kann ich auch nicht mehr nachgucken, was geklaut war. Wahrscheinlich war was auf dem Pferd noch, was gestohlen war, oder?
So. Ich habe eine Duellklinge. Das war aber angezickt. Evening, genau. Hallo, Herr Sperro. Danke für die Videos, die du mir geschickt hast, von den Kühen. Fand ich witzig. Hat der mir jetzt ganz viel Zeug weggenommen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, was noch geklaut war. Also das, den Inhalt der Rattaya-Kiste habe ich ja in der Mühle geparkt. Ja. In the evening. Tja, machen wir es dann noch. Das ist eine Höhle. Hier ist ein Grab. Und jetzt Map Wald, weil der Detschko Nordwesten ist da der Waldgarten aufgedeckt. Wie er hier Anordnung gibt, der Scheigei. Jetzt dit, zeig die Waffe. Los, Hose runter. Da, dort. Wow. Kirschen super günstig im Angebot. Ich werde mal 10 Kilo kaufen. Wer macht das mal, Frau? Nicht so schön. So, wo soll ich gucken, Ledetschko? Nordwesten Waldgarten. Also, wir haben hier was und wir haben da was. Also ich sehe hier zwei Waldgärten sozusagen. Man kann sich ein bisschen mit Alchemie beschäftigen, das könnte man machen. Das wäre nicht eine Idee. Nee, du sollst keine Hose runterlassen, Michi. Das war jetzt noch weitergesponnen. Finden schaben sich schon, oh. Im Waldgarten ist eine Truhe zum Knacken. Mit dem besten Schwert des Games. Frau Muschel, die Dinger, die ich in den Karton stellen will, wo sind die? Ich hab doch gar keine an. Das ist nicht gut. Ah, wahrscheinlich das wandelnde Lösungsbuch für dieses Spiel. Und Skillpscher und Würfel und guter Kyras. Ja, ich glaube, Frau Ling, der Schei hat das Spiel, glaube ich, 1000 Stunden gespielt oder so. Also im nordwestlichen Kräutergarten soll ein wunderschönes Schwert sein. Da gehen wir dann mal hin und gucken da mal. Erstmal einen Schluck Tee. So, der ist hier. Truhe ist am toten Baum umzäunt vom Stickzaun. Von Stickzaun. Das ist so krass, wie er einfach mal alles in- und auswendig kennt. Na, aber du bist ein Pferd, spring hier drüber. Was ist denn dein Problem? Rein in den Baum. Na, geht doch. Doch, die Hose kann ruhig weg. Six, wie geht's dir? Bist du zurück vom Party oder bist du gerade Pause machen? Ich weiß nicht, Sparrow, vielleicht in der Kammer. Ich mach das gleich. Ich habe mir schon Sicherheitskonstruktionen überlegt. Hoffentlich warst du noch nicht an der Truhe. Na, hoffentlich nicht, weil sonst ist das Schwert ja dann auch weg. Schwert macht Stich und Schlag jeweils 85 und hat einen Wert von 100.
bin zurück. Wie lange hast du gefeiert? Wann warst du zurück? Hier sind ganz viele Brennnesseln. Hi Sühne. Ey Sühne, Witcher sieht aber wieder komisch aus. Ja, das ist eine Mod. Und Witcher geht doch eigentlich erst im Juli los, Herr Sühne. Juli. Ist das schon der? Ja, sieht so aus. Den Six habe ich gerade im Stream gesehen bei irgendeinem, der im Wohnwagen wohnt. Ja. Den Wohnwagen-Typen gucke ich manchmal während der Arbeit nebenbei und der Six ist da des Öfteren. Ich glaube, den habe ich sogar über den Six kennengelernt, diesen Wohnwagenmann. Truhe hat knacken schwer. Gegen 6:30, das geht ja noch. Direkt am Baum. Ja, bin da immer noch. Elias, der ist so sehr, sehr durchentspannt. Sehr ruhig und redet sehr langsam und hat scheinbar, was meint er, Asperger oder so. Also er kann so mit Gefühlen von Menschen oder so nicht so viel anfangen. Ah, da ist eine Kiste. Ja, er hasst Pinguine, er redet manchmal lustige Sachen, manchmal auch ein bisschen seltsame Sachen, aber im Großen und Ganzen, ah, ein Schirmling, ist er, glaube ich, ganz okay. Ein Steinpilz. Ist richtig zugewachsen. Oh nein, ich war schon dran. Ich war schon an der Kiste und wahrscheinlich habe ich das Schwert auch schon verkauft. Also zumindest sehe ich es hier nicht mehr. Ein 80er Schwert ist natürlich... Da habe ich, glaube ich, nicht drauf geachtet, als ich die Kiste hier geknackt habe. Wie ärgerlich. Die schöne Waffe weg. Oh, Löwenzahn. Löwenzahn. Johanniskraut. Ja, das ist schade, ne? Jetzt kann ich das nicht mehr benutzen, um die Leute zu verbimsen. Muss ich doch weiter meinen Streitkolben nehmen oder das Schwert. Johanniskraut. Naja, dein aktuelles ist ja fast genauso gut. Ja, wäre auch sonst viel zu einfach. Salbei. Löwenzahn. Los, kletter da mal hier drüber. Psst. Sühner, wolltest du nicht mit mir wohin heute noch? Kräuterkunde ist gestiegen. Habt ihr heute noch was vor, ihr zwei... Schmuddeldinger. Manche Pflanzen kann man nicht pflücken. Peitsche gibt's hier nicht. Sounds sind auch aus. Brennnessel. Ich habe das Schwert vorhin in meinem Game abgeholt. Sehr gut. Beste Schwert, wo gibt. Hat das der Händler noch, dem ich es verkauft habe? Jetzt muss ich ihn nur wiederfinden. In dieser Mini-Welt. So, hier ist ja noch ein Kräutergarten. Hier drüben ist noch einer. Und da ist die Alchemisten-Tante. Da können wir mal hin. Warte mal, setzen wir mal den Wegpunkt dahin. Und dann gehen wir mal dahin. Habe ich den jetzt gesetzt? Nö, sieht nicht so aus. Jetzt. Da lang. Viel Spaß beim Suchen. Sophie, grüß dich. Schönen guten Morgen. Oder für dich guten Abend. Herr Sparrow, wegen der Werbeeinblendungsvideos, da quatschen wir heute Abend nochmal, was wir da vielleicht noch als lustige Zwischensequenzen verwenden können.
Finde ich jedenfalls schon mal gut, dass du heute wieder die Kühe gefilmt hast. Ich überlege auch für das Grill-Event eine Kamera mitzubringen, also so eine GoPro, die ich auf dem Stativ stelle und dann macht die jede Stunde ein Bild oder jede halbe Stunde ein Bild, aber mit Gesamtaufnahme von dieser Grillhütte. Das wäre, glaube ich, ganz witzig. Falls sie das nicht gepatcht haben, die Alchemistentante hat auch immer neues Zeug in der Truhe. Mu. Mu? Ja, mal gucken. Ich guck mal, was sie verkauft. Sie hat vielleicht noch Rezepte, die ich gebrauchen könnte. Mein Schwert ist total blutig. Tut mir leid, dass ich selbst, wenn ich da bin, es immer nur so kurz ist. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Das Grillen ist am 6.7. Müsste ein Samstag sein, Micha. Erst kaufen, dann Geld aus Truhe wiederholen. Ach, erst kaufen und das Geld... Ach so. So machst du das immer. Dann sieht man ja jede halbe Stunde das Synas Pippi im Bild. Nein. Nein, nein, mach dir keine Sorge. Das ist so weit weg, da sieht man eigentlich nur... Oh, Fliegenpilze. Ja, minimalste Details. Kein Shame für Talco heute. Nee, Shame ist ausgestellt. Krass, hier kann man auf der Hütte rumlaufen. Hoffentlich breche ich nicht durch das Dach, wobei ich bin ja ein Fliegengewicht. Das kann ja gar nicht passieren. Die sitzt da und isst. Uah. Wieso sagt Fortnite, ich brauche Platz für über 50 GB und im Download sagt es nur 21? Na, wegen der Patches, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich freue mich auch immer, da zu sein. Nur zeittechnisch ist das halt immer etwas blöd. Aber es ist ja bald vorbei. Wann bist du denn jetzt zurück? Ach, na dann lass die Höhlen fallen. Bin ganz traurig. Ach, sei nicht traurig, Michi. Updatet bestimmt nochmal irgendwas. Ja, es kann auch sein, dass sie nochmal unterscheiden zwischen Battle Royale Modus und den PvE Modus, Save the World, dass der vielleicht auch noch mit drin ist. Wie lange bist du noch in Neuseeland? Ja, sage das doch mal. Reden. My humble greetings. How may I help you? Good luck, Ben. Hat die noch ein paar Rezepte? Krass, was die kosten. Ein Liebestrank. Wird der immer teurer? Was ist denn Lethe? Kräftige? Ah, man kann dann seine Skills neu vergeben. Spezialisierung. Ah. Ah. Wie viel Geld habe ich denn mit? 4000. So, dann nehmen wir mal den Wermut. Würde ich ja sehen, wenn ich den schon kenne, oder? Und... Trank des Verderbens, Liebestrank, wir kaufen einfach alle. Gift haben wir, glaube ich, schon, ich bin mir nicht sicher. So. Kostet ja nur 49,99. Echt, ist das auf 50 Euro hoch, das Save the World? Das war mal bei 25 oder so. Okay, krass. Aber eigentlich ist es ja seit 2018 kostenlos. Bis Montag, also komme Dienstag früh deutsche Zeit an. Ach, ist ja echt nicht mehr lange, das sind ja nur noch 2 Tage.
Na, dann schaffst du es ja noch zum Grillen. Der Michi oder wer? Ach nee, die Frau Sophie. Ich glaube, wir hatten sie auch gefragt, aber zeitlich ist es nicht ganz so einfach. Die mit dem Stern kennst du nicht. Und den Rest kenne ich schon? Echt? Die mit dem Stern sind also neu. Would you teach me something? Certainly. I want to achieve. All right. Isn't that quite a lot? 1600? Komm, du kriegst 1300 von mir. Are we agreed? I'd almost shake on that. Almost. Agreed. God. Kräuterkunde aufgestiegen. Cool. Stern heißt ungelesen. Okay, dann hole ich das mal. Das eine, dann reicht ja eins, aber dann habe ich auch schon. Nee, guck mal hier. Guck mal hier! Warenkorb überprüfen. Falschen. Let's talk about the price. Hört sich eben an wie ein Ferengi. Alright, so. Nein, nein. So, 1100. Agree? That's not enough. Alright, so. Die Lethe, ist das nicht ein Fluss? Kann sein. Ich weiß nur, dass man damit scheinbar seine Skillung nochmal umstellen kann. Seine Spezialisierung. Sonstiges, oder? Liebesgedichtsammlung. Ach du Scheiße, das ist doch bestimmt das für Capon. Oder? Laue Nacht, du laue Nacht, verweile nicht. So lang schon sehe ich ihr Gesicht. Allein ihr Wort halt meine Brust. Wer weckt nun mir die Lebenslust? Mein Herz vergeht in Sorg und Pein. Schwillt an, ob bitterer Sehnsucht mein. Denn ließ ich meine Liebe ziehen, wollt's nicht und musste doch entfliehen. Gott, lass mein Harren nicht zwecklos sein, bring mir doch meine Liebe heim, o Gnadenvoller, ich will nur sie, eine andere lieben könnte ich nie. Ach du Scheiße, es sind ja ganz viele Liebesgedichte. Ich hoffe, ich muss sie nicht auswendig lernen. Pornotext, ja so ein bisschen, ne? Wie der Charakter sich bewegt und das Buch fixiert ist, ja, das ist total lustig. Lieben und entbehren, lieben und doch leiden Not, ist wie eine Nacht ohne Morgenrot. Wie nah zu sein und nicht zu sagen, wie Frost an Maientagen. Wie Lippen zu haben, die nicht küssen und Korn beim Faulen sehen zu müssen. Zu lieben und doch zu entbehren, ist wie ein Frühjahrsfeld ohne Ehren. So ehre ich dich, Liebling mein, sollst stets an meiner Seite sein. Doch gehörst du nicht mehr mir allein, so muss sich unser Bund entzweien. Oder an die Frauen. Bitte die Hände über dem Buch. Nee, ich hab sie unterm Buch. Ich hose es aber zu. Hose ist zu, verspreche ich dir. Oder an die Frauen. Die Frau ist Wurzel höchster Sünde. Doch der Mannestugend reichste Fründe. Fründe, was ist denn das für ein Wort? Im Garten Eden fand Eva entzücken, den Apfel vom Baume zu pflücken. Kannst du dein Weib nicht wohl verwöhnen, wird sie dich verspotten und verhöhnen.
Doch lockst du sie mit Schätzen und Gold, wird sie dir bleiben für immer hold. Gebiert dir Gottes Zorn auf Erden, stürzt den Frieden ins Verderben. Wie Schnitte, die von Schwertern bewirkt, das Frauenwort nur Wunden birgt. What the fuck? Das ist ja keine Ode, das ist doch eine... Oh, ist schon vorbei. Gibt nur drei Gedichte. Das ist ja nicht so nett, was die da in das Buch geschrieben haben. Fortnite schon bei 4%. Nicht schlecht. So, Duft der Unwiderstehlichkeit haben wir ja schon gemacht. Können wir noch zurück? Wermutgeist. Trank des Verderbens. Fliegenpilz habe ich ja da. Verdauungstrank, das hätte Michi gebraucht am Freitag. Katerbier. Hahnenschreitrank. Da ist die Müdigkeit, glaube ich, reduziert. Retterschnaps ist zum Speichern. Könnte ich ein paar von machen. Ringelblumenaufguss. Lazarus-Elixier. Schnaps. Elixier des Aesop. Auf Pferde und alle anderen Tiere eine beruhigende Wirkung. Hört sogar, dass Hunde nicht bellen. Ah. Salbe. Liebestrank. Heilmittel für mehr. Ah ja, das war für eine Quest. Trank des Nachtfalken. Da kann man, glaube ich, nachts gucken. Puppenmachertrank. Gift. Konservierungsmittel. Wasser der Lethe. Schlaftrunk. Sag mal, wie viel habe ich denn? Strauchdiebtrunk. Bockbluttrank. Aqua Vitalis. Du benötigst Wasser, eine Handvoll Ringelblumen und zwei Handvoll Löwenzahn. Zerkleinere die Ringelblumen, lass den Löwenzahn für einen Sanddurchlauf kochen. Gib die Ringelblumen hinzu und lass alles für einen Sanddurchlauf kochen. Destilliere das Gemisch. Das klingt doch einfach. Zwei Löwenzahn, eine Ringelblume. Die Ringelblume wird zerkleinert und der Löwenzahn wird gekocht in Wasser. Wasser. Fründe ist eine Schenkung. Okay, wusste ich nicht. Ist ein Wort, das kannte ich bisher nicht. Ach, eine Drohung, meinte Lütke dazu. Ich habe vor, besser als mein Meister zu werden. Sie müssen für eine Herausforderung 15 verschiedene Tränke brauen. 15 verschiedene? Ich weiß gar nicht, wie viel ich bisher schon gemacht habe. So, Löwenzahn machen wir zur Ringelblume, wird zerkleinert. Ja. Machen wir später. Und der Löwenzahn muss für einen Sanduhrdurchlauf gekocht werden. In den Kessel damit. Und nochmal Löwenzahn. Zwei Ringelblumen, ein Löwenzahn. Wie du mich verwirren willst. Du Schwein. Könnte sein, dass es überkocht ist. Gucken wir mal. Muss ich das destillieren? Glaub nicht, oder?
Aqua Vitalis hergestellt. Das war ja nicht schlecht. Schon fast wie ein Profi. Mit den zwei Löwenzahn habe ich mir gemerkt, dass mir gegenüber immer einer singt Löwenzahn. Und ich singe damit. Und deswegen zwei. Die Alchemie im Spiel gefällt mir sehr. Ich finde es auch gut gemacht. Ist aber bei stärkerem Gebrauch anstrengend, die Alchemie. Ja, wenn man das durchzieht und nur noch Alchemie macht, um da zu leveln, dann kann ich mir vorstellen, dass das anstrengend wird. So, Tränke füllen deinen Magen 30% weniger, weswegen du öfter und in größeren Mengen Tränke zu dir nehmen kannst. Giftige Klinge. Gift, das auf eine Klinge aufgetragen wird, ist länger wirksam. Übung macht den Meister. Wenn du Tränke brauchst, kannst du dir einen zusätzlichen Fehler erlauben, ohne dass es Auswirkungen auf das Ergebnis hat. Das klingt gut. Quacksalber. Tränke, die du selbst gebraut hast, kannst du 20% teurer verkaufen. Boah, das klingt doch noch besser. Das klingt viel besser. Mehr Geld. Kräuterkunde. Bin ich jetzt auf 16 schon. Gibt's ja nicht mehr viel. Wenn sich in der Satteltasche deines Pferdes genügend wohlriechende Kräuter befinden, scheut es nicht so leicht. Aha. Du kannst Kräuter 15% teurer verkaufen. Ja, mehr Geld. Sehr gut. Weiter so. Hundeflüsterer. Das ist neu, oder? Das ist neu. Alchemie habe ich auf 8. Da könnte ich noch ein bisschen was machen. Da könnte ich noch ein bisschen was machen. Wermutgeist. Kräuterschnaps, der deine Venen mit Stärke erfüllt, aber auch zu merkwürdigen Visionen führt. Deine Stärke und deine Fertigkeit Kampf sind für 10 Minuten um 5 Punkte erhöht. Voll der Geier, du knausriger Geier. Was denn? Ich bin ein Ferengi, wurde mir unterstellt. Aber du kannst während des Kochens so schön mit den Gegenständen interagieren. Ja, wie gesagt, ich finde es echt gut gemacht. Sehr gechillt, sehr entspannt, sehr ruhig. Also, zweimal Wermut, einmal Salbei. 2W, 1S. Und Alkohol. Gib das Salbei in den Kessel und lass ihn für einen Satz kochen. Salbei in Kessel, Alkohol. Wermut wird zerkleinert. Und dann nochmal zwei Sanddurchläufe. 1-1, 2-2. Alkohol, Salbei in den Kessel und kochen. Dann zweimal Wermut und zweimal kochen. Wermut muss zerkleinert werden. Okay. Wermut. Habe ich keinen Wermut? Habe ich keinen Salbei? Ich habe das Salbei aufgehoben, oder? Oder muss ich erstmal den Alkohol in das Kessel schmeißen? Mal gucken. Ah, erst der Alkohol. Wermut 1. Wermut 2. Salbei. Direkt in den Topf. Kochen. Sanduhr drehen. So, Salbei zerkleinern. In den Kessel geben. Jetzt müssen wir zwei Durchläufe kochen. Ein Sanduhr gleich mal drehen. Oh, Sanduhr, dreh dich.
Wermutgeist. Ich bin eine richtig gute Hexe, würde ich sagen. Also Kräuterfrau, Mann. Na, ihr wisst schon, was ich sagen will. Wenn die Minecraft-Welt unendlich ist, wie kann sich die Sonne um sie drehen? Stimmt, die baut sich ja immer weiter auf, ne? Der Sühne hat da wohl recht. Wie kann das sein? Trank des Verderbens. Fliegenpilz, Wermut, Trollkirsche. Tollkirsche, nicht Trollkirsche. Und Wein. Na, das wird jetzt kompliziert, sage ich euch. Wein. Durch den Spalt, der extra für die Sonne gemeincraftet wurde. So, Wein ist drin. Du benötigst Wein, eine Handvoll Wermut, zwei Handvoll Tollkirschen und einen Fliegenpilz. Lasse den Wermut für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Wermut. Einmal Wermut. Sanduhrdurchläufe kochen. Für zwei, haben sie gesagt, ne? So, ist drin. Wir lesen nochmal. Zwei Sanduhrdurchläufe, ja. Okay. Also. Nein! What tust du? Sie ist nicht unendlich, doch. Ich glaube, die baut sich. Wenn du immer in eine Richtung läufst, würde sich die Minecraft-Welt immer weiter aufbauen. Ketzer! So. Lass das Gemisch abkühlen. Zerkleinere die Tollkirschen. Zwei Tollkirschen brauchen wir. Wo werden die denn zerkleinert? Ich frage mich auch immer, warum es hier einen Tegel und einen Mörser gibt. Ich mache die mal auf den Tegel. Kann man damit zerkleinern mit dem Tegel? Benutzen. In den Mörser. Oh, das hat es jetzt vollgebracht. Die zerkleinere ich und dann... Gib die Tollkirsche hinter, aber lass das Gemisch nicht kochen. Nein, wie ich schon wieder hier Q drücke. So, die Tollkirschen werden zerkleinert. Und es wird nicht gekocht. So, Hasis, ich gehe mal duschen und schneide mir fix etwas Obst. Alles klar, Frohling. Bis später. So, rein in den Kessel. Minecraft-Weltberechnung ist begrenzt. Die maximale Größe einer Welt beträgt rund 1,3 Exabyte. Wie viel ist denn das? Viel wahrscheinlich. Ein Tegel ist doch nur zum Erhitzen, oder nicht? Ich weiß es nicht, ob man da auch nochmal mit erhitzt im Tegelchen. Aber ich habe noch kein Rezept gefunden, wo der Tegel eine Rolle gespielt hat. Vielleicht zur Vorbereitung, dass du da Sachen schon mal reinlegst oder so. Gib zum Schluss den Fliegenpilz hinzu, destilliere das Gemisch. Der Fliegenpilz muss da rein? Okay, und dann muss ich es destillieren. Es wird auch nicht weiter gekocht. Da ist der Fliegenpilz. Zack. Und jetzt destillieren wir das. Destillator. Benutzen. Fiole. Destillator. Blasebalg. Trank des Verderbens gebraut. Wir machen jetzt einfach weiter. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit für Hexenküche Tarnis. Verdauungstrank.
Hast du dich überfressen oder hemmungslos dem Alkohol hingegeben? Dann probiere diesen Trank, um deinen Magen zu beruhigen. Und denk in Zukunft daran, wer ein maßvolles Leben führt, lebt länger. Das ist der Michi-Trank. Nicht Verdauungstrank, Michi-Trank. 130 Milliarden Blöcken und erstreckt sich über 64.000 Kilometer. Also es gibt eine Grenze, aber die hat noch kein Spieler erreicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Und dann, was passiert dann? Dann ist eine unsichtbare Wand wahrscheinlich. Schätze ich mal zumindest. So, wir brauchen Kamille zweimal und Minze einmal. Du benötigst Alkohol. Zerkleinere die Kamille. Gib alles in den Kessel. Zwei Handvoll Kamille, Gib alles in den Kessel, lass es so ein schönes. Okay, also die Kamille wird zerkleinert, die Minze nicht. Zwei Kamille, eine Minze. Und Alkohol war das, oder? Zwei Kamille, eine Minze. Zwei Kamille, eine Minze. Die Kamille wird zerkleinert, die Minze nicht. Minzerin in den Kessel und Kamille wird zerkleinert. Zack. Kamille in den Mörser. So. Ja. Und darf man sich auch nicht vergreifen. Dann fällt man von der Minecraft-Scheibe. Na, man fällt auf den Elefant und dann eventuell auf den Rücken der Schildkröte. Oder umgedreht? Auf einen der vier Elefanten? Ein Sanduhr-Durchlauf. Na dann, kochen. Musste auch eben überlegen. Ich glaube, die Elefanten stehen auf dem Rücken der Schildkröte und auf den Elefanten thront die Scheibe, die Erde. Verdauungstrank fertig. Man läuft so gegen eine schimmernde Wand. Echt? Gibt's davon Videomaterial? Das täte mich ja echt interessieren. Minecraft habe ich ab und zu gespielt, jetzt nicht so oft, aber dass es da ein Ende gibt, hätte ich nie gedacht. Katerbier, Wasser, Minze, Johanniskraut, Salbei. Lasse das Johanniskraut und die Salbei für drei Sanduhr-Durchläufe kochen. Johannisbergkraut und Salbei. Lass das Gemisch abkühlen. Zerkleinere die Minze. Okay, also Salbei und Johanniskraut. In den Topf. Drei Durchgänge. Ah ne, ich hätte es ja noch vorbereiten müssen. Salbei. Wasser war es, ne? Ja, Wasser. Aqua. Aqua. Salbei und Johanniskraut. Jeweils einmal, oder? Ja. Und die Minze wird zerkleinert. Das heißt, die Minze können wir schon mal hier reintun. Da. Und Salbei und Johanniskraut kommen in den Topf und werden drei Durchgänge gekocht.
Danke für den Link, Herr Scheiger. Gucke ich gleich mal rein. Katerbier. Wie komme ich denn jetzt an den Link daran? Alter. Das ist ja witzig. So eine Wand, wo man nicht durch kann. Wie lange braucht man denn da hinzukommen? Bestimmt Ewigkeiten. Bestimmt Ewigkeiten. Herr Tarnis, ich würde Ihnen gerne mal die Stadt meines Clans zeigen in Minecraft und meinen Geldspeicher. Minecraft, das muss ich erst installieren und so richtig Bock, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auf das Spiel schon jahrelang nicht mehr. Alkohol, Baldrian und Minze. Zweimal Minze zerkleinern. Baldrian hinzu und das alles wird zwei Sand. So, zweimal Minze und Alkohol. Achso, vorbereiten. Das vergesse ich immer irgendwie. Zweimal Minze und Alkohol. Spiritus. 30.000 Dias. Aber was macht man denn mit so vielen Diamanten? Zerkleinere die Minze. Ein Sanddurchlauf. Zweimal Minze. Mal kurz das Ohr freilegen. Hier oben trampelt's und schreit's schon wieder. Weiter steigen. Spielst du Minecraft noch aktiv, Shy Guy? Muss jetzt bügeln, Talgro. Herr Strubbeltanis. Dann bügeln Sie mal. Aber machen Sie das bitte ordentlich. Ich bin der Reichste auf dem Server. Du verrückter Hund, du. Hahnenschreitrank. Also sei unterhaltsam. Ach, sei. Den größten Lager und der größten automatischen Farmstadt. Seit 2011. Okay. Nebenbei bügeln könntest du auch oder Minecraft spielen. Wahrscheinlich bügeln, oder? Du hast mir gar nichts zu sagen, was ich machen soll. Der Bot fragt immer, ob ich Fragen habe. Bitte habe keine Fragen. Keine hektischen Bewegungen. Lütke kommt zu uns auf den Server. Free for all, ohne Mods. Amplified Hardcore. Was ist bitte die dritte Wurzel aus 27? Rechne dir das bitte selber aus. Sag mal, was ist denn da los? Schlagen die wieder ihre Kinder oder was? Automatische Trankherstellung wäre auch möglich, sehe ich gerade. Retterschnaps ist ja witzig.
Dann musst du das nicht mehr selber machen. Retterschnaps. Wein, Brennnessel und Tollkirsche. Vorbereiten, wieder vergessen. Ey! Zwei Steine, einen wunderschönen guten Tag. Und hey Alex, grüß dich. Alex vor allen Dingen. Andi, sorry. Hallo Andi. Wie arrogant du bist. 3 ist die dritte Wurzel aus 27. Vielen Dank, Zweistein. Ich Serverbügel alle weg. Grüß dich. Kaum hast du mal eine gute Donation bekommen, hebst du gleich voll ab. Ja, richtig. Richtig abgehoben. Ich gehe doch auch nicht mehr mit dir in die Mittagspause, weil ich jetzt was Besseres bin, weißt du doch. Auf Server bügel ich alle weg. Auf dem Server bügelst du alle weg? Nein. Hä, Thanis war doch schon immer abgehoben. Oh mein Gott. Herr Zweistein, wie geht es Ihnen? Hatten Sie eine schöne Woche? Da verwechselst du mich mit dem Aquariumbüro. Ja, stimmt. Also, bereite Wein, 200 Tollkirschen und eine Handvoll Nesseln vor. Lass die Nesseln für 2 Sandäuchel kochen. Zerkleine die Tollkirschen. Also, Nessel, 2 Sanduhrdurchläufe und nichts zerkleinern. So, 2 Sanduhrdurchläufe. Eine Nessel. Und 2 Tollkirschen, ne? Ja, die Tollkirschen können wir schon mal in den Mörser schmeißen. Eine Tollkirsche, sieht man ja. Und die zweite. Ganz gut, Woche war gut. Bisschen entspannt und an 2 Tagen gearbeitet. Und bei dir? Eigentlich auch ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Arbeit läuft soweit. Und ich bin gerade ein bisschen neben mir. Ich muss mich gerade konzentrieren. Ja, Wetter ist halt immer ein bisschen warm. Nächste Woche werden es 37 Grad, wo ich mir so denke, ey Leute, warum? Braucht das nicht. Dreh doch mal die Uhr. Ja. Alles im grünen Bereich. Fortnite 8%. Ist jetzt nicht so viel. Das kann dauern, ja. Das wird noch einige Zeit dauern. Retterschnaps gebraut. Bekomme Montag meine Abination. Irgendwie, ja, ich habe es richtig gut gelesen. Bei uns 40 Grad nächsten Dienstag. Boah, ey, das hält doch kein Mensch aus. Da werden die Leute wieder reihenweise umkippen, weil sie Kreislauf haben. Hä, Schule? Ich dachte, heutzutage engagiert man sich eher für die Umwelt. Ich muss ganz dringend eine bunte Decke auf meinen schwarzen Bürostuhl legen. Fast hätte ich den schwarzen Teufel platt gesessen. Ich stelle mir das so vor, wie die Niesmuschel reinkommt. So, und jetzt ein Computer. Grace? Miau? Oh Mann, Muschel, passe bitte auf. There is no climate warning or changing, ja. Nee, ach, alles Lüge.
Passe bitte auf die Grace auf. Die ist jetzt nicht mehr ganz so klein, aber auch nicht so ganz so stabil wie die anderen beiden. Oder du malst die sie bunt an. Ach, hast du dich echt draufgesetzt? Oh mein Gott. Wie Grace da liegt. Und plötzlich wird es dunkel. Och, Muschel. Ringelblumenaufguss, Wasser. Wasser. Tanis, ich gehe dann mal ein bisschen streamen. Viel Spaß noch. Viel Freude, was wird gespielt? Bis demnächst und schönes Wochenende. Gib Nesseln in das Wasser und lass ihn für einen Sand kochen. Lass das Gemisch abkühlen. Gib die Ringelblumen hinzu und lass das Gemisch nicht kochen. Also Brennnesseln kochen. Eine Runde und dann zweimal Ringelblumen. Das ist ja einfach, glaube ich. Brennnessel rein. Katze rasieren. Dann sieht man sie auch besser, stimmt. Brennnessel. Einsand und dann zweimal Ringelblumen rein und fertig. Lang genug gekocht? Ich bin mir nicht so sicher. Mal gucken, ob es gereicht hat. Ah, sieht gut aus. Stell dir mal vor, du schläfst und jemand setzt sich auf dich drauf. Ja, das wäre auch nicht schön. Das stimmt, ja. Als ob die Muschel... Nein, so meinte ich das doch gar nicht. Ich meinte nur, wenn da... du weißt nicht, wie groß Grace ist und wie groß Muschel ist. Und plötzlich wird es dunkel. Oh Mann, so war das nicht gemeint. Naja, hat ja auch der Schei geschrieben. Der ist ja eh garstig. Habe ich gehört. So, weiter geht's. Im Vergleich zu Tanis. Wie spät ist eigentlich im Spiel gerade? Lazarus Elixier, muss man merken. Oh, es ist schon 20 Uhr. Wir haben ganz schön lange durchgekocht. Lazarus Elixier. Na los, dann reiten wir mal zu Herrn Hans Kappern. Lieber nicht, sonst kommt die Hexe noch rein und verhext mich. Wo ist mein Pferd? Das steht irgendwo da oben, oder? Wo habe ich mein Pferd abgestellt? Aua. Wie rief ich denn mein Pferd in diesem Spiel?
Andi, wie geht's dir? Alles gut soweit? Frau Muschel, sollten Sie noch einkaufen? Dann können, kaufen Sie bitte Drachenfrüchte mit ein. Schon wieder zu Hause. Schmecken wie Obst. Schmecken gar nicht nach Drachen, oder? Schalker ist ein ganz lieber Junge. Nee, würde ich nicht sagen, dass du das bist. Wie pfeife ich denn nochmal in dem Spiel? AX. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ein bisschen Alchemie haben wir ja jetzt gemacht. Lazarus-Elixier, da machen wir dann das nächste Mal weiter. Draufgesetzt. Ja. Schwarze Katze auf schwarzem Grund. Ihr braucht andersfarbige Stühle. Oh Mann, oh Mann. Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit so lache. Ist nicht böse gemeint. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Zu dem Date. Platt wie eine Briefmarke. Das Video ist ja wie eine Du kommst aus dem Gefängnis Freikarte, Shy Guy. Muss ich mir später mal angucken. Schick mir das bitte gerne nochmal in Steam, Herr Shy Guy. Der Herr Hans Capron ist hier drin, ne? Ist er in seinem Zimmer? Kann das sein? Oder ist er noch eine Etage höher? Das ist jetzt die Frage. Der war vorhin auch eine Etage höher, oder? Kam er hier raus, glaube ich. Ah, Herr Hans Capron mitnehmen. Mal gucken, was jetzt passiert. Are you ready, Sir Hans? Henry? Something... Something's gone wrong. Open up. I'm not going to talk to the door. Erste Waschmaschine für heute ist fast fertig. Wie viel macht ihr? Wie viel stehen noch an? Wie viele Waschmaschinen? Das Büro? That potion tasted rather odd, and now I have a feeling my face is broken out. How do I look? Ziemlich verpickelt. Oh shit. Du hast schon besser ausgesehen. Ach du Kacke. Jetzt bildest du dir nur ein. Oh fuck. Shit. No offense, sir, but you gave me quite a fright. It looks as though you've slept with your head inside a wasp's nest. God's holy breeches, I knew it! And it's nearly time for my rendezvous with Carolina. What am I gonna do? Einmal Handtücher, einmal Klamotten, einmal Sportsachen. Also drei Maschinen. Die inneren Werte zählen. Was will denn die Wache? Wir reden ja gerade. Jetzt schiebt er mich aus dem Bild? Was soll denn das? Wie er mich anguckt, als ob ich was verbrochen hätte. Ich verschaffe dir ein Heilmittel. You just sit tight and I'll go and find you some antidote. All right. But hurry, Henry. I can't wait any longer.
The best cure for this kind of thing is marigold decoction. Ja, ich habe einen Ringelblumen Aufguss. Right, ich hab ihn. Das ist kein Problem. No good, sneaking around in the dark. Light a torch. Hey. God bless you. What troubles you? I've got a remedy for you. About time. Give it here. As soon as I'm healed, we'll go. God be with you. Richtig gut. Wo hängst du die Wäsche denn überall hin? Die haben einen riesen Garten. It's gone. I'm as gorgeous as before. Let's go. Sag mal, die Wache geht mir zierisch auf den Zeiger. Hey, you. It's forbidden to walk at night here without a light. Mann, verpiss dich doch. Du siehst doch, dass ich mit der Hans Capon spreche. Im Keller stehen mehrere Wäscheständer. Und zur Not hängt man das halt über die Kühe drüber. Beruhige dich, Thanis. Ich versuch's ja. Aber manchmal geht's mit mir durch. Wie vorhin die Kuh kacken wollte. Sowas brauchen wir auch in den Pausenscreens. Und dann muss man das in Slow-Mo abspielen. In dem Moment, wo sie halt richtig abscheißt, muss das dann so in Zeitlupe so runterklatschen. Lesen. Bitte beruhige dich, Thanis. Wie vorhin keine Kuh kacken wollte. Ah, und ich habe eine gesagt. Ja, müssen wir länger filmen. Müssen wir halt stundenlang Filmmaterial machen. Bis da mal so eine Kuh scheißt. So, Herr Hans Kappern, wo müssen wir denn hin? Dann gucken wir jetzt noch im Waldgarten. So viele Waldgärten. Wo will denn der hin? Danke fürs Lesen. Tell me, Henry. How many girls have you had in your life? If you've had any at all, that is. Well, there's been a few, but I'm sure I can't compare with you. Ha! Very true. One day, plays will be written about my amorous adventures. Comedies or tragedies? That might depend on how things go tonight. Wie kann ich hier nochmal langsam laufen? Ich spurte ja immer so die ganze Zeit. Es gab da eine Taste, die man drücken kann, wo man langsam läuft. Nee, das war Pferd rufen. Y? Ich glaube, jetzt laufe ich langsamer. Das Pferd kommt auch mit. Was hättet ihr, der das gebracht, wenn sie ihr Geschäft erledigt hätte? Since when has that ever bothered you? Since the time her fellow threw me headfirst into a dung heap and kicked my ass for good measure. It seems your future subjects don't hesitate to take a stick to you when it comes to minding the women folk. Ist ein geheimes. Ist ein geheimes Projekt, Frau Ling. I wouldn't beg good neighbors, but I'm reduced to this. I'm from Scarlet's and, well, you know. Darf ich nicht weiter drüber reden? Der Boden sieht ja so eckig aus. Sieht ja fast aus wie Minecraft. Klar, geheim. Wie auch sonst immer. We're almost there. You'll hide behind a gravestone or in the bushes and don't budge from there. Otherwise you might scare her off. Wie ich schon wieder nach dem Pferd pfeife. Hide, Henry. Time to get started. How do you know it's her who will come out and not someone else? She got the letter and necklace, didn't she? She knows that I'm... That is, her secret admirer is coming. And what am I supposed to do? What do you think, dolt?
prompt me from that book of poetry. Versteck dich. Mit dem Pferd im Schlepptau. Who's there? I can't see you. Your most ardent admirer, fair maid. Uh-huh. And do you have a name? What's in a name? That which we call a rose by any other name would still be a flower, wouldn't it? Start now. What are you saying? I can't hear you. Gentle night, why linger on? I yearn thus for my love so long. Without her words to still my breast, who shall set my soul to rest? Gentle night, why linger on? I earned this from my love so long. Whip out your worthy silky breasts. Who shall suck my salty bits? Was? No! Was? And now my heart in sorrow dwells from melancholic pining swells, since I, alas, was forced to part from the mistress of my heart. I know my horses sort of well. Some alcohol from 9 to 12. What? Seems I always have whores apart from the mistress of my heart. Psst. What on earth are you saying? What's that hissing? It's a feral goose here in the bushes. I shall love you then, my dear, as long as you lie with me here. If you'll not give your all to me, no longer shall I bide with thee. I shall let you drink my beer, as long as you, buy one for me. If you'll not give your ale to me, no longer shall I buy for thee. Jesus, Henry! What kind of yokel nonsense are you babbling? Me? You're the one who's babbling? You're an odd one. I've never heard such peculiar poetry in my life. Where on earth did you come up with it? Lauf weg. Die Franzosen sind schuld. It's the latest fashion in France. You've done enough harm. Better shut up and leave it to me. How did you like it, dearest? Ah, how tender you are. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben's verkackt. Der letzte Satz war, glaube ich, zu krass. Ich hätte ihn in der Mitte nehmen sollen. Nehme ich hier und jetzt, auch wenn ich stinke oder sowas. Das war nicht Father so gut. Is coming. Hide. Oh, der Vater kommt. Did you hear what he said? But I have a bad feeling about this, Hans. I think we should... Are you still there? Still here, my love. How could I have apart from you? Father's coming! He'll kill you! He will not! Because it'll never cross his mind where I'll be. Henry, it's time for me to claim my prize. Whatever happens, cover my back. There you are, you seducer! Now you'll see how a butcher protects his daughter's honor. Buy me time! You got some explaining to do, you bastard! What the fuck? Ich darf mich jetzt mit dem Vater prügeln, während er seine Geliebte da... Beglückt. What are you after, you bastard, sneaking around an honest citizen's house in the dark? Ich wollte schon. I went to mourn over the grave of my great grandmother. Oh yeah. Then what are you doing right beneath my window, eh? Now, the question is, why are you trampling on great granny's grave, eh? Enough of your horse shit. One more word, and I'll have you. Really came.
How could I not, my dearest? Not so fast, Prince Charming. Oh my god. But, since you're here... Hey, what was that? Das hast du ja nur eingebildet. What was what? That noise. I'm sure I heard a strange noise. We're here in the cemetery. Maybe restless spirits, what do you reckon? I'd swear it came from the window of my own house. What's that got to do with me? Someone's been creeping around after my daughter. I come out and I find you here. Quite a coincidence, eh? So, out with the truth. You're quite mistaken. I've never laid eyes on your daughter. And if she looks anything like you, I'd rather keep it that way. Why, you fucking... Direkt beleidigt. Mon petit lapin. There's a lace here. Untie it. Don't try to make a fool of me. I heard it clearly. What was that? Ein Windhauch, ich habe langsam genug. Du hörst Dinge, die andere nicht hören können. Are you alright? It seems to me you're hearing things other folk can't hear. That's not good. Ich weiß es nicht. You're saying I'm hearing voices in my head. Frau Muschel. That's not necessarily a bad thing. Sent Euphrosyne of Polotsk heard voices too, and she found in a monastery and churches and things. I heard voices too. Well, could have been voices. I wouldn't swear to it though. Look, fellas, I was standing right here and I didn't hear a thing. Do you take me for a madman? Whatever you are, I want to know what you're doing under my daughter's window and who was talking to her. I heard it clear as day. Good neighbor, it can't be denied that old age dulls a man's ears. Ich hab gebetet. I'm here alone, praying for the souls of the good people resting in the cemetery. I've nothing to do with your daughter. Hmm, that voice sounded different to yours, though. But where did he get to? You must have seen him. Unless you're covering for him. Yes. Oh. Yes. Oh. Yes. Oh. 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 Christ almighty. It's haunted here. I knew I should never have come near this cemetery at night. The only one doing any haunting here is you. And I've done wasting time with you. I'll beat you to a pulp, and then that other bastard. You'll get the hiding of your life. Die wollen mich echt kloppen. What's up? Shake yourself? Drei Leute auf mich? Glaubt's ja wohl nicht. Stirb, Tarnis, stirb! Nee, ich hab die alle verkloppt. Ich hab die verprügelt, die haben mich angegriffen, die dreckigen Schweine. Und ich habe einen Stärkepunkt gekriegt dafür. Nicht schlecht, würde ich mal sagen. Stärke plus 1. Mit viel Schwung. Deine Angriffe verursachen mehr Schaden. Schädelbrecher. Es besteht eine 10% erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass du einen Gegner mit einem Treffer auf den Kopf umhaust. Oh, das klingt ja gut. Aber eine schöne Questreihe auf jeden Fall. Er hat mit seiner Liebsten rumgemacht und ich habe in der Zwischenzeit dem Vater abgelenkt und mich dann am Ende noch mit 3 Leuten geprügelt. Aber was soll's. Was man nicht für Freunde tut.
abgedreht, sag ich euch. Ja. Mal kurz was gucken. Sattheit 54, warte mal. Ich muss mal kurz an den Top da drüben ran. Weil wenn ich jetzt schlafen gehe, dann bin ich morgen hungrig. Und das geht natürlich nicht. Nein, ich will nicht Gegenstand kochen. Ich will aus dem Topf essen. Sehr gut. So, ab in die Mühle. Pennen und morgen dann zu Herrn Hans Kappborn gehen. Man hätte die auch töten können. Das ist voll krass. Die lagen ja bewusstlos am Boden. Ich hätte die auf jeden Fall auch noch plündern können, aber nein. Wir sind ja ein guter Mensch. Naja, Großteil der Zeit zumindest. So. Kurz waschen. Und dann ab ins Bett. Schlafen wir mal bis 7:30 Uhr oder so. So. Und ich werde mal die Zeit kurz nutzen, um aufs Klo zu gehen, mal kurz Wasser abzulassen. Ich bin sofort wieder da. Danke, Frau Ling. Und wieder da. Neuer Morgen. Sattheit 64. Kann ich schon wieder aus dem Topf hier essen? Ja, sehr gut. Brötchen lagen da zwar auch, aber... So. Bei dem kann ich vielleicht schon wieder mal was verkaufen. Das können wir mal machen. Alles stehlen, das ist doch meine Kiste. Hey, lad! Don't you want a little wager on the rat-aid tourney? God be with you. What am I to do? Buying and selling. Not that I buy. So if someone leaves. That's the arrangement.
I've got some goods. All right. 3000 hat er. Dann könnte ich eigentlich auch noch zu dem anderen und da noch ein paar Sachen verkaufen. Wie viel gibt er mir pro? 100 pro Stück. Also kann ich ihm 30 verkaufen davon. 30 knappen Schwerter. Und 32. Guck mal. Zahlt er schon weniger als er hat. Feilschen. Und can dann. We do something about the pr- well. Und dann noch mal ein bisschen mehr Rabatt geben, oder? So. Here. And, thanks a thousand times. So, wie viel habe ich jetzt noch? 30 Stück, ne? Ah, dann gehen wir mal zu dem anderen Müller und verkaufen die da. Muss jetzt auch wieder Geld haben. Und danach gehen wir zu Herrn Hans Kappern und fragen, wie seine Liebesnacht war. So wie sie sich angehört hat, war sie gut. Ja, glaube ich auch. Schönes Stückchen bis zu der anderen Mühle. Du. Bewohner, wo ist denn der Müller? Na da. Good health to you. Wie er mich nicht anguckt, während er mit mir redet. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. God be with you. Wie viel hat der? 4800 Mensch, der hätte ich ja sogar noch mehr verkaufen können. Alle. Mir ist schlecht. Kann das ein Zeichen meines Körpers sein, weil er nicht aufräumen will? Alright, so. Das ist ja gar nicht gut. Frau Lüttke. Here. Der Ruf hat sich verbessert. Dann hoffe ich, dass es dir bald wieder besser geht. Hast du was gegessen heute? Eine gute Besserung. Legen Sie sich hin und ruhen Sie sich aus. Frühstück vielleicht, mehr trinken. Mehr trinken und liegen. Und ausruhen. Essen ist überbewertet. Nein, Sparrow. Heute trinke ich Blueberry Muffin. Genau. Und nachher werde ich mir neuen Tee kochen, weil es leer. Und dann probieren wir mal den anderen Tee von Frau Muschel. Die verrückte Frau hat mir zweimal Tee mitgebracht. So, jetzt bahnt sich hier heute ein Kinobesuch an. Oh, welchen Film? Ab ins Kino, klar. Machen.
Welcher Film? Welcher Film? Welcher Film? Selbst Frau Niesmuschel weiß noch nichts von ihrem Glück, wie es scheint. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt? 7.000, ja klar. Ich habe ja eben 3.000 und 4.000 gemacht. Kurz was schauen. Es gibt doch den Ruf irgendwo. Wo war denn der verzeichnet? Ah, hier. Sassau 52, Ledetschko 39, Mehrjot 55. Die mögen mich nicht überall. Muss ich mal ein bisschen besseren Ruf machen. X-Men. Das weiß nur Frau Muschel. Ach, dieser neue X-Men-Film. Ja, warum nicht? Kann mich nicht mehr waschen. Alle Teile? Ich würde vermuten, dass ein Kinobesuch im Hause Sparrow ist. Deswegen hatte ich die Mehrzahl genommen. So, folgende Situation. Heute ist NET, nicht Esstag. Das heißt, es wird kein Popcorn geben. Und weil heute NET und Wochenende ist, ist automatisch LLT. Und draußen ist es sehr warm. LLT, Langlauftag? Oh ja, ratzig. Na, bist du noch erschöpft von letzter Nacht? Steh mal auf. Richtig. Oh shit, laufen, warm, nichts essen. Pff, oh, das wäre mir nix. Wie war das Rendezvous? How did it go with Carolina Sands? Henry, it was the most wonderful night of my life. She was completely entranced by my courting. I hardly had to touch her and she melted in my arms. And then she took me to paradise. It was glorious. It was sublime. Thanks in part to you, my faithful henchman and messenger of love. You've earned your reward. It was an honor, Sir Hans. When are you going to see her again? Oh, I'm not going to see her again. What? All beautiful things must come to an end, and after all, I am a nobleman, and she is the butcher's daughter. Well, that's how it ends, with the love of your life. After the secret gifts, the letters, the intrigues, reciting poetry in the moonlight. My eloquence was wasted on her, Henry. Imagine, the silly cow couldn't even read. She returned the letter to me unopened. Here's the letter, Henry. Read it. At least you're capable of appreciating my literary talent. Read and learn from a poet. Goodbye. Was für ein Arsch, oder? Der hat die einfach nur benutzt. Der wollte seine Gelüste befriedigen. Oh, jetzt hat er seine Rüstung angezogen. Was hat er denn vor? Ich glaub's ja wohl nicht. Unfassbar. Der wollte nur mal pimpern. Easy. Hey, halt right there. Show me what you have on you. Ey, ich will mich hier hinsetzen und einen Liebesbrief lesen. Und da kommt diese Arschlochwache und sagt, hold it, bla bla bla. Orders of his lordship. Belästige mich nicht damit. For God's sake, don't bother me. Any delay could cost lives. Yeah, all right. Go ahead then. Wahrscheinlich ist sie auch noch schwanger. Du weißt, was man von dummen Menschen sagt. Was für rotes Schwein. Meine Liebste, ich bin dein glühendster Verehrer, doch ich walte im Verborgenen, bis ich weiß, dass du dich so sehr nach mir sehnst, wie ich mich nach dir.
Sobald wir uns kennengelernt haben, Schätzelein, werde ich deine streicheln und kühn den Schatz an mich reißen, den du seit deiner Geburt hütest. Für wahr, kein Geschöpf auf Gottes Erden ist holder als du. Immer wenn ich an dich denke, würde ich am liebsten ein Belagerungszelt aufschlagen, das selbst Sigismund von Neid erblassen lassen würde. Du gehörst mir und niemanden sonst und ich werde dir einen Ritt ins Paradies bescheren. Du wirst alle Engel des Himmels antreffen und Gott lauter anrufen als je zuvor. Wenn du einen Höhepunkt der Gefühle erleben willst, wie ihn noch nie eine Frau erlebt hat, leg morgen diese Kette an, sodass ich weiß, dass ich in der Nacht zu dir kommen und in deine liebliche Höhle gleiten soll. Dein glühender geheimer Verehrer. Oh mein Gott, das ist jetzt nicht, ist nicht sein Ernst. Das nennt er Poetry? Welch schöner Text. Werde ich deine Titten streicheln? Sag mal, das schreibt man doch nicht. Was ist denn das? Guckt euch das nochmal an. Hallo? WTF. Ich bin entsetzt. Ich bin wirklich gerade entsetzt. Ja, Entschuldigung. Unglaublich. Das ist ja unglaublich, ey. So, wir haben ja irgendwie noch eine Stufe gemacht, irgendwas. Oder? Ich glaube, bei Faustkampf haben wir, glaube ich, eine Stufe gemacht, weil wir uns ja eben geprügelt haben. Ich kann nichts lesen, ist zu dunkel. Sei froh, Lütke. Sei froh, dass du den Text nicht lesen konntest. Bitte lesen Sie die Nachricht oben auch. Das erklärt, warum Wastel so oft backen tut. Dumm Backgut. Wow. Oh, Micha, das gibt eine Extraschelle am Montag. Ich hoffe, das ist dir klar. Ich werde mit Anlauf an deinen Platz gerannt kommen und dir so eine feuern. Das brennt noch am Feierabend. Ich gebe mir so viel Mühe, böse zu sein und sie ignorieren das. Es tut mir leid. Ah. Oh Mann. Ja, ich glaube, das war die Liebesgeschichte von Herrn Hans Kappon, in der wir ihm geholfen haben, weil wir dachten, er sei unsterblich verliebt und er wollte einfach nur ein Rohr verlegen. Das ist unglaublich. Aber im Grunde, wie soll man sagen, habe ich ja nichts anderes erwartet. Er hat ja schon so viele Frauen geliebt. Da hätte es mich gewundert, wenn das jetzt die einzig wahre gewesen wäre. Ich dachte, die Liebe wäre dir gegenüber. Tja, so kann man sich irren. Kampf, Verteidigung, Axt habe ich gar nichts. Muss ich mal lernen. Bogen, Schwert 13, Streitkolben 2. Ja, da muss ich mal mehr mit dem Streitkolben kämpfen. Drei Wunder Unterarm. So, Alchemie machen wir demnächst mal auf Level 10. Da sind wir auf 9. Hundeflüsterer, einen Hund haben wir noch nicht. Das ist in irgendeinem anderen DLC drin. Reparieren, naja. Und Taschendiebstahl auch, naja. Ja, schön. Schön, schön, schön. 5,4 Tage gespielt. 166 Tage sind vergangen. So, dann gucken wir nochmal meinen Kodex. Ob hier irgendwas zur Liebe steht. Leichenhallen, nee, ist nicht ganz Liebe. Soziales.
Frauen im Mittelalter. Frauen im Mittelalter. In der rein patriarchischen Gesellschaft des Mittelalters war der Mann das Familienoberhaupt und die Rolle der Frau, gleich ob Tochter, Schwester, Ehefrau, Mutter oder Witwe, richtete sich nach ihm. Mädchen hatten eine kurze Kindheit. Laut städtischen Dokumenten galten sie im Alter von 12 bis 15 Jahren bereits als erwachsen. Jungen je nach vorherrschenden Gesetzen in der Region zwischen 15 Jahren. Die Männer waren die meiste Zeit mit ihrem Handwerk, dem Handel oder Kämpfen beschäftigt. Die Frauen erledigten Hausarbeiten und kümmerten sich um die Familie. Nur eine Witwe konnte das Recht erwirken, Handel zu treiben oder ein Handwerk zu führen, allerdings nur mit der Hilfe männlicher Gesellen. Es gab gewisse Regeln, wann und in welcher Form Frauen ihr Zuhause verließen, die sich nach der gesellschaftlichen Stellung richteten. Während Frauen in den Städten und adlige Damen das Haus nur in Begleitung ihres Gatten oder ihrer Dienerschaft verlassen durften, konnten sich die Frauen von Handwerkern, Händlern und Bauern ohne Geleit bewegen. Dorffrauen verließen ihr Zuhause jedoch nur selten. Interessant. Aber krass, mit 12 bis 15 Jahren galten die schon als erwachsen. What the fuck, das sind Kinder. Das Mittelalter war echt seltsam. Ich dürfte da nie raus, außer ich hole einen Handwerker. Genau. Und als Witwe konnte man selber Handwerk ausüben oder handeln, weil es ja dann in dem Fall den Mann, der das bisher gemacht hat, nicht mehr gab. Der war ja verstorben. Sind doch schon alt genug, um zu arbeiten. Also können sie auch erwachsen sein. Grubenhäuser, was ist das denn? Das ganze Bild zeigen. Ob die neu heiraten durften? Witwen? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal gucken, ob es was zu Witwen gibt. Grubenhäuser waren eher kleine, notdürftig errichtete Unterkünfte. Aus dem Boden wurde ein Raum ausgeschachtet, in den eine Leiter oder Stufen hinabführten. Abgedeckt wurde der Raum mit einem einfachen Strohdach. Grubenhäuser waren Behausungen der armen Leute oder wurden lediglich zeitweise von Holzfällern, Köhlern und Schäfern bewohnt. Na, das gibt's ja hier im Spiel einige. So Erdlöcher. Witwen, ne? Wollten wir mal gucken. Windmühlen, Wimpel, Zehnt, Soziales, Winzer, Totengräber, nee, Landbevölkerung. Entführung Wenzels des Vierten. Wenzel der Vierte galt als nicht besonders fähiger König und wurde deswegen während seiner Herrschaft gleich mehrere Male entführt, um ihm die Macht zu entreißen. Mehrere Male? Das Bild ist witzig. Auf dem Bild sind Tiere in der Grube. Ja, da hat ein Tier zur Tür reingeguckt. Hey, Ambi, grüß dich. Na? Bei seiner ersten Gefangennahme im Jahr 1394 wurde er zunächst in einer seiner Residenzen in Beroun nahe Prag festgehalten und anschließend auf Burg Wildberg in Österreich geschafft. Die Entführung wurde von oppositionellen Adligen organisiert, die sich die Herrenvereinigung nannten. Im Jahr 1402 wurde Wenzel IV. Abermals entführt, dieses Mal von seinem Halbbruder Sigismund von Luxemburg, der bereits König von Ungarn war und den böhmischen Thron für sich wollte. Mit Unterstützung des Hochadels konnte Wenzel jedoch im November 1403
aus seiner Gefangenschaft in Wien fliehen. In der Zwischenzeit hatte Sigismund Städten und Klöstern höhere Steuern auferlegt. Diejenigen, die sich weigerten, diese zu bezahlen, wurden überfallen und geplündert. Aus dem Konflikt wurde ein blutiger Bürgerkrieg, der bis über Wenzels Tod hinaus andauerte. Wie geht's dir, Embi? Hast du ein schönes Wochenende? Hast du eine schöne Woche? Ich weiß, das geht mich alles nichts an und so, aber ich frag trotzdem. Kollege, meine Schlösser knacken wäre in dem Spiel Krebs, stimmt das? Ach, ein Kollege meinte, es ist nicht einfach und umso besser du den Skill hast, umso einfacher geht's. Aber es ist schon manchmal ein bisschen tricky. Aber ich würde nicht sagen, dass es schwerer ist, zum Beispiel als bei Fallout oder bei, keine Ahnung, Elder Scrolls. Ist ja ein ähnliches Prinzip. So, dann was haben wir noch? Kleidung und Mode, Krankheiten, Küchen. Küchen, das ist eine gute Idee, denn da werde ich gleich hingehen. Das Bild für die Küche ist dasselbe wie fürs Grubenhaus übrigens, fällt mir gerade auf. Denn ich muss jetzt gleich mal was essen und eine kurze Pause machen, bevor wir dann mit Red Dead Redemption weitermachen. Geht dich nichts an, Herzblatt. Der MB, Mann ey. Also, Küchen. Die mittelalterliche Küche unterschied sich, je nachdem, ob man Speisen auf dem Land, in Städten oder bei Hofe genoss. In früherer Zeit wurde alles draußen zubereitet. Später, zur Zeit unserer Geschichte, baute man Öfen mit Herd, die sowohl als Heizung als auch als Kochstelle dienten. Manche Küchengebäude waren mit einer offenen Feuerstelle ausgestattet. Der Rauch zog über kleine Fenster und Essen ab. Die sogenannten Rauch- und Rußküche war Gebäuden wie Tavernen, Mühlen, Pfarrhäusern und Herrenhäusern vorbehalten und erhielt ihre Bezeichnung aufgrund der rußgeschwärzten Wände. Rauch- oder Rußküche? Gibt es noch irgendwas zum Essen vielleicht? Nahrungsmittel. Da sitzen zwei am Tisch. Im Mittelalter stammten die meisten Nahrungsmittel in den Dörfern, aber auch am Königshof aus der näheren Umgebung. Nicht wie heute, wo wir uns alles importieren. An Gemüse aß man hauptsächlich Kohl, Zwiebeln, Pastinaken, Steckrüben, rote Beete und Knoblauch, aber auch Karotten, Sellerie, Petersilie, Gurken und Melonen. Melonen gab es da auch und ich habe mich immer so lustig gemacht in dem Spiel, dass es Melonen gibt bei den Händlern. Hinzu kamen Hülsenfrüchte wie Erbsen, Linsen, Wicken und Bohnen und Früchte wie Äpfel, Birnen, Kirschen und Pflaumen. Aber auch Beeren, Nüsse, Samen und Getreide. Eier, Milch und Käse waren das ganze Jahr über verfügbar. Je nach Wohlstand, Verfügbarkeit und Jahreszeit gab es Fleisch, Wildbret, Geflügel, Fisch und Importwaren. Darunter Früchte und Gewürze wie beispielsweise Safran, Datteln, Feigen, Muskatnüsse, Pfeffer, Zucker, Ingwer und Kardamom. Das Essen wurde mit Öl, Essig, Salz, Honig und Kräutern gewürzt. Zu den beliebtesten Gerichten des 14. und 15. Jahrhunderts gehörten Suppen, Pürees und Soßen, in die Brot meist aus Roggen getunkt wurde. Weißbrot gab es nur bei Hofe. Aha, also wer Weißbrot isst, ist adelig. Spielst du dann den ersten Teil? Zeig mal her die Melonen, du Assi. Nee, ich werde Red Dead Redemption 2 spielen. Tee ist alle, genau. Ich muss jetzt Tee kochen. Und wir haben gerade das Herr Hans Capon Liebesquest beendet. Ich werde dann bis 15 Uhr Pause machen. Um 15 Uhr machen wir dann weiter mit Rottod Vergeltung. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber zweite. Und Story. Tee ist alle, ja. Gibt gleich den Muscheltee. Bei einem Festmahl durften Fischgerichte nicht fehlen. Zum Beispiel Hering. Außerdem gab es Braten, Würste, Hackfleisch und Blutwurst. Nachspeisen wurden aus Mandeln und Marzipan hergestellt. Süße Breie aus in Milch gekochten Früchten,
die aber auch gerne mit Sahne, Marmelade oder eingemachten Obst angerichtet wurden. Früchte wurden ansonsten gebacken. Frisch oder getrocknet serviert. Außerdem gab es verschiedene Kuchen. In ländlichen Gebieten stellten verschiedene Hafer-, Mehl- und Schleimsuppen sowie Brei den Großteil der täglichen Nahrung. Na lecker. Fleisch war kostspielig und das Jagen im Wald verboten. Das Wild gehörte dem Adel. Daher wurde es meist durch Fisch ersetzt. Im Mittelalter standen in Europa viele Zutaten, die heute üblich sind, gar nicht zur Verfügung, darunter Kartoffeln, Tomaten, Mais, Paprika und Reis. Nahrungsmittel wie diese gelangten erst nach Europa, nach der Entdeckung Amerikas oder als asiatische Importe nach Europa. Die hatten keine Kartoffeln. Und Tomaten gab es auch nicht. Verrückt. Netflix. Was mache ich dann bis 15 Uhr? Genau, Netflix. Oder was essen. Oder Porn. Geht auch. Genau. Das hatten wir eben im Stream schon, Embi. Ja, da war so ein bisschen ein schlüpfriger Liebesbrief. Das war echt nicht ohne, sag ich dir. Also das hat selbst mir die Stimme verschlagen. Oh, was liegt denn da? Das ist ein Schwein, oder? Ein Schwein auf einer Platte. Warte mal, muss ich mal gucken gehen. Hoffentlich kommt jetzt die blöde Wache nicht wieder und pöbelt mich an. Oh, leider kann ich es nicht essen. Ein Wildschwein mit Apfel und so. Hier liegen noch die Reste vom Abendbrot. Ja, leider kann ich das Fenster nicht aufmachen. Kann ich mich hier hinsetzen? Auch nicht. Na gut. Das soll es dann erstmal für heute gewesen sein. Nicht der Liebesbrief, das Gestöhne. Ja, das Gestöhne war auch nicht schlecht, das stimmt. Kacken könnte man auch in der Stunde, eine ganze Stunde lang. Was denn? Ach so, das Wildschwein, ne? Du würdest nur die Äpfel essen als Veganer. Ich bin mal laufen, Herr Tarnes. Falls ich nicht pünktlich zum Stream da bin, viel Spaß im Wilden Westen. Vielen Dank und bestimmt bis später und ansonsten bis demnächst. Komm gut durch den Wald. Schlüpfriger Liebesbrief. Halleluja. Halleluja. Juckt mir gleich alles. Oh mein Gott. Also, das war jetzt erstmal Kingdom Come für längere Zeit, schätze ich mal auch, weil wir ja ab Juli dann mit Witcher 1 anfangen. Das heißt, Kingdom Come muss ich mal gucken, wann ich dann die nächsten DLCs spiele. Es gibt ja noch Band of Bastards und diese Story einer Geschichte, oh mein Gott. Die Geschichte einer Frau, wie hieß das denn? Wo man, glaube ich, 2 oder 3 Storys von weiblichen Hauptcharakteren aus dem Spiel nachspielt. Aber ich denke mal, das werde ich beides auf 2020 vertagen. Läuft bestimmt zu McDonald's. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der Sparrow läuft wirklich eine Stunde durch den Wald. Also, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen vielmals fürs Zusehen, fürs Dabeisein. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, in einer Stunde, 15 Uhr, wieder bei Red Dead Redemption 2. Ich werde mir jetzt schnell noch was zu essen schnappen und mich mal kurz auf die Couch legen und ein bisschen chillen. Und dann sehen wir uns in einer Stunde wieder, wenn ihr mögt. Ansonsten noch ein schönes Wochenende, schönen Tag. Ist ja schon bald wieder 2:20, genau, ist ja bald. Und bis demnächst. Lass es dir schmecken. Das werde ich, Andi, das werde ich. Ich habe noch ein bisschen Chili übrig von gestern. Das werde ich mir jetzt, glaube ich, einverleiben. Bis später, du Assi. Embi, bis bald. Ich hab dich auch lieb, du kleine Arschkrampe. Hab einen schönen Samstag. Ich hoffe, du hast nachher keine Zeit. Ich hoffe, du hast nachher auch Zeit zuzuschauen. Also, bis dann. Tschüss.